Fans. Sie lebte für die Musik, hat hart für den Erfolg gearbeitet. Sie wollte immer, dass alle das Beste bekommen. In der Berliner Gedächtniskirche erweisen Musikerkollegen wie DJ Bobo und Kim Fischer dem Popidol Melanie Thornton die letzte Ehre. Jedem hier fällt es schwer, mit dem Tod der 34-Jährigen zurechtzukommen. Melanie Thornton. Den ganz großen Durchbruch hat die Amerikanerin in den 90er Jahren mit dem Popduo La Bouche. Unvergessen die Charterfolge Be My Lover und Sweet Dreams. Doch dann verlässt Melanie ihren Sangespartner und startet eine eigene Karriere. Mit einer Schmuseballade meldet sich die Sängerin mit der Soulstimme in diesem Jahr wieder zurück. Love How You Love Me stürmt auf Anhieb die Charts. Zusammen mit Coca-Cola und dem Weihnachtslied Wonderful Dream wollte Melanie jetzt auf Tournee gehen. Diesen Song produzierte sie für die ProSieben Weihnachtskampagne. Doch auf dem Weg zu einem Auftritt in Zürich stirbt Melanie Thornton letzten Samstag um 22.03 Uhr beim Absturz der Crossair-Maschine von Berlin nach Zürich. Stunden zuvor gab sie ihr letztes Interview. Niemand verspricht uns, dass wir den nächsten Tag erleben. Also müssen wir jeden Tag genießen und alles Menschenmögliche tun, um die Welt um uns herum und alle Menschen mit Freude und positiver Energie zu füllen. Mit Melanie kommen weitere 23 Menschen ums Leben. An Bord der Unglücksmaschine ist auch das deutsch-holländische Pop-Trio Passion Fruits. Maria und Nathalie sterben. Nur Debbie, hier im Bild, überlebt schwer verletzt. Die CD von Passion Fruit, I'm Dreaming of a White Christmas, wird nun am Montag veröffentlicht. Wir haben uns committed, dass wir den Gewinn den Opfern und Hinterbliebenen zugutekommen lassen. Wie es zu dem tragischen Absturz kurz vor der Landung kam, ist immer noch unklar. Fest steht nur, dass die beiden Piloten mit einem Durchstartversuch das Unglück verhindern wollten. Melanies letzter Wunsch wurde heute auf der Trauerfeier erfüllt. Freunden gegenüber sagte sie einmal, ihr sollt auch an meinem Tod feiern und die Liebe mit mir teilen. Die Liebe zu ihrer Leidenschaft, der Musik.